Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Maurice Adorfs Titelkampf bei NFC wurde abgesagt. Tut mir auf jeden Fall richtig leid. Man weiß, was Maurice Adorf für ein sehr, sehr professioneller Kämpfer ist. Aber bei manchen Kämpfern klappt es auf der anderen Seite dann einfach mal nicht mit dem Gewicht machen. Aus unerklärlichen Gründen kann der Weightcut nicht gemacht werden. Viele Fighter haben darauf reagiert und sprechen von Unprofessionalität. Es ist wirklich ein sehr, sehr tragisches Ding. Der Kampf von Benny Bayrami wurde ebenfalls abgesagt, Freunde. Und viele Zuschauer haben sich in den Kommentaren beschwert und haben gesagt, wie zum Beispiel Marc Doucy, der gerade darauf reagiert hat, ja, das sind mir alle ein paar Profis. Hauptsache Promo für 10 Kämpfe mitnehmen, von denen sie 3 gekämpft haben. Ja, und viele sind einfach extrem unglücklich mit der gesamten Situation momentan. Für dieses Event am Wochenende ist auf jeden Fall eine harte Nummer. Ja, es ist einfach sehr, sehr traurig, Maurice Adorf an diesem Abend nicht kämpfen zu sehen. Sein Gegner Lascha Abramishvili hat das Kampfgewicht nicht erbracht, ja, 1,3 Kilogramm waren es zu viel auf der Waage, ist auf jeden Fall eine Nummer. Maurice Adorf hat auch mit einem Videoclip direkt darauf reagiert, gebt euch diesen Clip jetzt gerne einmal selbst. Maurice Adorf. 60,2. Oh shit. Darüber hinaus ist es auch beim Weightcut von Benny Bayrami gescheitert. Er konnte seinen Kampf, welcher ja in Deutschland gehypt wurde, in diesem Sinne auf jeden Fall auch, nicht erbracht werden können. Das Gewicht wurde nicht geschafft und da hat er ebenfalls mit einem Video-Statement drauf reagiert. Guckt euch das Ganze gerne mal kurz an. Freunde, es tut mir einfach nur leid. Ich bin der professionellste Kämpfer, den es eigentlich gibt. Ich mache immer mein Gewicht, aber gestern ist zum ersten Mal eben was schief gelaufen. Es ist was Schlimmes beim Gewichtmachen passiert. Jetzt bin ich halt auch im Krankenhaus gelandet. Die beobachten mich bis morgen oder übermorgen wollen die mich hier behalten. Ich habe mir 3 Monate lang den Arsch aufgerissen. Sehr viel riskiert. Für diesen einen Kampf. Und da muss ich ihn absagen. Und es tut mir vom Herzen leid. Was sagt ihr zu diesem Event, Freunde? Wie seht ihr das Ganze? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Lasst hier unbedingt gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.